Und hallo und willkommen zurück zu The Flame in the Flood. Wir machen uns nochmal auf den Weg jetzt hier auf dem Fluss. Wir fahren mal da drüben hin, da ist eine Werkstatt. Dann können wir das Floß vielleicht jetzt weiter ausbauen, das wäre ganz toll. Es wird so langsam Nacht. Mal also gucken, dass wir jetzt anlegen und dann gucken wir mal. Ich hoffe, wir haben alles zusammen, aber ich habe die Befürchtung, irgendwas fehlte noch. Die Werkbank haben wir jetzt natürlich nicht mehr. Mal benutzen. Jetzt können wir mal ein solider Rahmen. Was haben wir denn davon dann? Ne, solider Rahmen können wir. Achso, da können wir es noch verstärken, oder was? Kochfeld, ein Floßmotor wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Da fehlen uns aber noch ein Rahmen. Ich hätte noch einen Rahmen machen müssen. Wasseraufbereiter wäre natürlich auch nice, ne? Aufbewahrungskiste, da können wir das upgraden, ne? Sehe ich das richtig? Ja, das wird upgegradet. Solider Rahmen, da können wir das noch ein bisschen verstärken. Zurzeit installiert ist das Ruder. Flussmotor, einen Rahmen, ja, den können wir nicht herstellen, glaube ich, ne? Den Rahmen, wir brauchen dafür, glaube ich, ein Dingens. Das ist blöde. Ein Floßunterstand wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Wasseraufbereiter, Kochfeld. Ein Kochfeld wäre natürlich toll. Und dann können wir da Essen kochen. Ich würde das jetzt gerne alles mal langsam machen. Floßskizzen haben wir ja 5 Stück. Wir brauchen aber 3 überall, ne? Für die ganzen Sachen, oder? Da brauchen wir nur eine Floßskizze. Den Rahmen könnten wir noch weiter verbessern. Die Aufbewahrung könnten wir erhöhen. Die Frage ist natürlich, wie viel erhöht sich das dann, ne? Das kostet jeweils nur einen Teil. Das würde gehen. Da müssen wir noch 2 Rahmen fürs Floß bauen. Sollen wir das machen? Dann müssten wir gucken. Wir hätten dann natürlich die Eisenwaren des Floßes verbraten, ne? Das Kochfeld wäre mir noch wichtig eigentlich. Dann können wir hier kochen. Und der Unterstand. Unterstand geht leider nicht, weil wir haben nicht genug. Aufbewahrung will man natürlich noch mehr Platz haben dann, ne? Kann man das überhaupt noch aufwerten? Geht das überhaupt noch? Wobei eigentlich ja, weil das sind nur um die Kisten und hier haben wir dann so ein Autoteil da drin, ne? Ich bin ein bisschen geizig, muss ich zugeben. Aber andererseits müssen wir das Zeug einfach verbrauchen. Das wird noch solider dann hier. Das ist nicht ganz so teuer. Wobei doch, der solide Rahmen ist tatsächlich teuer. Da müssen wir 2 Rahmen verbrauchen. Kochfeld. Oder wir warten erst noch. Wie viel brauchen wir denn fürs Kochfeld und Dingens? 2, 3, 3 und 2, 2, 3. Das heißt, 4, 5, 6 brauchen wir. Uff, das ist aber eine Menge. Nee, ich würde sagen, das lassen wir erst. Da bin ich zu geizig für gerade. Aber wir sollten langsam mal gucken, dass wir das ein bisschen aufwerten hier. Das ist nämlich unsere Lebensader hier, das Floß. Ich bin froh, dass es gerade ein bisschen ruhiger ist hier. So, gucken wir mal. Uns geht es nicht so gut, weil es nass ist. Und da hinten sind schon wieder Stromschnellen, was nicht so toll ist. Die würde ich gerne vermeiden. Aber da führt kein Weg dran vorbei, ne? Nee. Wir versuchen da mal langsam durchzukommen, hoffentlich. Oh. Ganz nach rechts. Links, Robert, das war zu viel. Und dann hier raus. Okay, wir haben eins abgekriegt. Ich hoffe, das war nicht zu krass. Da hinten ist ein Unterschlupf. Kommen wir nicht hin, ne? Oder? Was haben wir hier? Da haben wir noch 2 Sachen. Ich will da nicht in die Stromschnellen rein. Ich glaube, wir gehen hier lang. Wir bleiben auf der Seite vom Fluss. Und gehen dann hier an Land. So, anlegen. Klinik zur Erneuerung. Medizinische Vorräte wären natürlich auch nicht schlecht. Wie ist denn der Zustand unseres Bootes? Können wir das checken? Ne, können wir hier so nicht checken, ne? Hätte ich auf den Fluss gucken müssen. Ist egal. Oh, hier sind Wölfe. Können wir hier pennen? Oh, da ist ein Wolf. Da ist ein Wolf, da ist ein Wolf. Können wir ihm da was hinschmeißen? Wir haben den Köder, warte mal. Nein! Abbrechen! Puh, das war jetzt aber knapp. Gut, dass ich jetzt auf die Taste gekommen bin. Sonst hätte ich jetzt gleich ein Problem. Anwenden. Werfen. Hier. Friss den Köder und geh drauf.
Okay, da ist er. Da ist er umgefallen. So, was haben wir denn Tolles hier? Rohes Fleisch können wir nicht mitnehmen. Wir haben keinen Platz im Inventar. Natürlich haben wir keinen Platz im Inventar. Wir haben noch einen verdorbenen Köder da drin. Wir haben. Hä? Wie geht das denn? Haben wir zwei gemacht? Ich habe den doch gerade angewendet. Das ist merkwürdig. Wir nehmen mal den Sumach-Tee hier. Das ist jetzt merkwürdig. Das Fleisch könnten wir mitnehmen, aber wir haben kein Dingens. Wir haben auch kein Feuer jetzt hier drin. Ja, den Wasserfilter da. Wir haben noch dreimal die Möglichkeit, Wasser zu filtern. Die müssten wir langsam echt mal verbrauchen. Eine Fackel haben wir hier. Ich habe hier auch noch eine Fackel dabei, ne? Kann das sein? Jo. Können wir die stacken? Können wir stacken. Sehr gut. Dann habe ich doch Platz. Dann kann ich dich jetzt looten. Dann muss ich aber erst zum Boot zurück. Und gucken, dass wir das einlagern hier. Da kriegen wir noch ein Fell rein. Ja, Platz haben wir jetzt nicht. Eine Werkbank wäre nicht schlecht. Wir können das Fleisch auch pökeln. Ich glaube, das würde ich wohl machen. Fleisch, Pökelfleisch, hier. Dann ist der Salz nämlich auch gleich weg. Wenn wir was anderes brauchen, das Salz glaube ich sowieso nicht. So, wir sind noch pitschnass hier. Das ist natürlich nicht so toll. Setzlinge wären wichtig. Da sind Setzlinge. Ich hoffe mal, dass hier nicht noch mehr Wölfe oder irgendwas rumrennt. Also Schrauben, die nehme ich gerne mit. Da sind noch Setzlinge. Also langsam habe ich das Gefühl, dass das irgendwie einigermaßen hinhaut. Maulbeeren könnten wir direkt essen. Da habe ich noch Platz. Im Inventar habe ich. Dann nehmen wir die Maulbeeren mit und können die gleich futtern. Dann gucken wir hier nochmal rein. Angel, Schnur und Holz, sehr schön. Wir bräuchten allerdings noch eine Werkbank. Bauzeichnung kann ich nicht mitnehmen. Habe ich noch irgendwie Platz? Kann ich noch irgendwie Platz schaffen? Das wird jetzt schwierig. Penicillin. Brauchen wir im Augenblick nicht. Die Beeren können wir aber essen. Konsumieren den Speicher. So, dann können wir die Bauzeichnung mitnehmen. Die sollten wir definitiv mitnehmen. Da können wir nicht reingucken. Hier können wir noch reingucken. Was haben wir denn hier drin? Nichts. Okay, das ist jetzt nicht so viel. Aber schon besser als gar nichts. Da ist nichts. Was haben wir hier? Das ist eine Krähe. Hau ab. Was ist denn hier drin? Penicillin und Neset. Hier, komm, hau ab. Okay. Federn nehme ich jetzt nicht mit, weil Federn haben wir eigentlich noch. Wobei, eigentlich bräuchten wir die für Dingens. Da ist nichts drin, okay. Verband können wir auch mitnehmen, okay. Da ist nichts. Wir sind immer noch pitschnass hier, das ist nicht so toll. Wir müssen uns eigentlich an einem Feuer aufwärmen. Oder wir gehen ein bisschen schlafen. No! Wir gehen 4 Stunden schlafen. Da ist ein Wildschwein. Das habe ich nicht gesehen. Oh oh, Wildschwein, Wildschwein, laufen. Oh, das war jetzt aber knapp. Wildschwein, Wildschwein. Oh oh oh. Ist wir aus dem Bereich raus vom Wildschwein? Okay, das Wildschwein haut ab. Dann setzen wir die Falle hier noch hin. Inventar benutzen. Aufbauen, hier. Okay, dann nehmen wir das Wildschwein noch mit. Wo bist du, Wildschwein? Da bist du, Wildschwein. Kommst du her? Okay, das hat gereicht. Sehr gut. Alles mitnehmen? Oh, wir können nicht alles mitnehmen, weil wir keinen Platz haben. Wie machen wir das denn jetzt? Können wir noch irgendwas craften? Ein Nähset könnten wir nochmal fertig machen. Eine Falle könnten wir aufbauen. Die bringt uns aber gerade nichts. Was machen wir denn jetzt? Verbände können wir noch machen. Wie viel können wir denn da stacken? Das weiß ich leider nicht. Wir haben... Wie viele Verbände haben wir denn? 2. Soll ich mal ein paar Verbände machen? Wir machen mal ein paar Verbände. Eine Schiene können wir auch machen. Die wird allerdings meine ganzen Dinger verbrauchen. Wir machen mal Verbände. Können wir die komplett stacken? Okay.
Verbände können wir wohl mehrere stacken. Sehr gut, dann können wir jetzt das hier noch mitnehmen. Jetzt haben wir allerdings das Problem, wir können, glaube ich, keine Klamotten mehr herstellen, oder? Können wir noch Wildschwein-Klamotten herstellen? Wir brauchen eine Mütze. Mütze war richtig, oder? Hasenhandschuhe. Mütze, ja, wir tauschen die Mütze aus. Würde ich sagen. Mütze, Mütze, Mütze. Hier, Mütze. Okay, dann, ausstatten. Das Blöde, dass das im Dings verschwindet. Das ist in der Übersicht hier drin, aber es landet leider hier im Inventar. Und dann müssen wir das leider verarbeiten. Nochmal Lumpen draus, dann haben wir jetzt wieder das volle Inventar. Können wir noch einen Verband draus machen. Was haben wir hier? Ja, machen wir Verband draus, passt schon. Floßgestell, ne? Da müssten wir auch nochmal gucken, was wir da noch machen müssen. Floßgestell fehlt uns, glaube ich, noch eins, ne? Kann das sein? Ich glaube ja. Wir haben, glaube ich, keinen Platz mehr im Inventar jetzt, ne? Oder? Doch, wir hätten noch Platz. Mache ich noch mehr Floßgestelle? Müssten wir eigentlich, ne? Aber ich brauche eigentlich noch Dingens. Floßausrüstung brauchen wir nur Schrauben für. Dann machen wir nochmal eine Floßausrüstung. Eine Falle können wir noch bauen. Ich bin gerade ein bisschen sparsam. Wir haben jetzt aber keinen Platz mehr, ne? Inventar ist voll. Inventar ist gerade voll, ja. Dann müssen wir zurück. Ich gucke hier gerade nochmal schnell. Hier hatte ich schon geguckt, oder? Doch, hatte ich schon geguckt, okay. Ja, dann gucken wir hier noch kurz. Und dann fahren wir mit dem Floß gleich schnell los. Im Dunkeln natürlich, wie immer. Schrauben nehme ich gerne mit. Sehr gut, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Sitzlänge, muss ich zugeben. Oh, okay, dann gehen wir doch schlafen. Na komm, schlafen gehen. Ja, wie lange müssen wir schlafen gehen? 8 Stunden? Ja, gehen wir 8 Stunden schlafen. Hier, komm. Na toll. Jetzt ist das Wetter natürlich nicht so berauschend. Wasser könnten wir einen machen. Machen wir einen Wasser. Dann können wir den direkt benutzen. Und wieder auffüllen. Essen haben wir hier noch. Konsumieren wir ein. Ja, obwohl, das lohnt sich noch nicht. Wir lassen das erstmal. Wir gehen erstmal schlafen. Nochmal 4 Stunden. Und dann geht's weiter. Wir schlafen eigentlich viel zu lange. Und dann sind wir voll ausgeruht und wir sind auch trocken. Das ist gut. Nahrung. Ist ein bisschen runter. 35 Nahrung kriege ich. Dann verlieren wir natürlich 5. Ich würde dann noch ein bisschen warten. Dass sich das richtig lohnt, halt die Nahrung hier. Aber wir dürfen auch nicht zu lange warten, weil das Essen halt auch nicht ewig hält, ne? Okay, hier war auf jeden Fall eine gute Ausbeute. So, können wir jetzt noch irgendwas einlagern? Gucken wir mal gerade. Wir haben noch das hier. Gestell können wir da hinpacken. Kochfeld des Floßes und... Ah, jetzt können wir wieder neue Sachen machen. Das ist sehr gut. Okay, die Bauzeichnungen sind da unten. Die können wir anscheinend ohne Ende stacken, hoffe ich mal. Okay, wir haben echt noch ein verdorbenes Ding übrig. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann fahren wir mal weiter und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, würde ich sagen. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!